Lüselüben, Schuren, Schuren. Ich hoffe, ich kann nicht aus, geht's gut. Ihr seht hier, wir stehen vor dem Bankdorf. Und gleich ist es so weiter. Marco Wölfli hat sein Abschiedsspiel. Und wir, also ich oder Benjo, wenn in der Kamera ist, sind im Medienteam. Das heisst, wir gehen Fotos und Videos machen. Und wir nehmen euch mit. Und wir hoffen, es wird ein geiler Mami oben. Das fett. So. Wir sind jetzt in der Medienstelle angekommen. Wir haben unseren Badge bekommen. Und jetzt kommt zuerst der Match IBE Lugano. Und dann kommt das Abschiedsspiel von Wölfli. Da sind wir dann in Action. Aber vorher können wir noch ein chillen, zuschauen und jetzt noch etwas snacken. Die Tribüne dürfen wir nicht essen. Aber hier schon? Ja, hier können wir schon snacken. Sehr. Eigentlich habe ich schon gegessen. Aber wenn man Elbermakaroni sieht, mit Kartoffeln drin. Das ist gelb. Das ist gelb, das ist richtig gelb. Stucki. Sei macht er einen? Mindestens. Ich muss jetzt vorbereiten für ihr Garderobe im Wölfli schauen für das Abschlussspiel. Und ja, jetzt sollten wir eigentlich abgeholt werden. Aber werden wir momentan nicht. Carlos, Foto! Hier, letzte 12 Minuten. Timo, merkst du, sein Gesicht in der Sprache ist? Wieso? Ja, ich sehe ihn. Er wird die beste Freude. Gut. Und wir gehen raus, Jungs. City. Coming home again. Meinst du, was hast du? Und stand? Ohne Rechte. Eben Wasser auf der Bank haben. Wenn ich mir du hast noch Flasche. Nimmst du mal mit. Machst du einen Handshake. Dann gibt es ein Teamfoto, Team Gelb, Team Schwarz. Und noch eins gemeinsam mit allen zusammen. Und nach kurz Zeit los. Das solltest du Suva technisch auch nicht filmen, wenn er schon rausnimmt. Du gehst ja die Sicherung auf. Das ist diese Anstrengung. Du hast Stress. Wow, wie du hast. In die Hand machen. Wölfli ist 2-0 hinten. Alter, wie ich gesagt habe, überall. Alter, wie wir sprinten. Ich fast einen Krampf. Wölfli hat gewonnen, sein letztes Spiel hier. Also richtig geiler Sieg. Nicht mit Schutzskills, aber mit Kameraskills. Ich schwöre. Wichtig und richtig. Ja, ist wirklich, wenn du das erste Mal dort auf diesem Rasen bist, alle am Cheeren sind, ist schon geil. City coming home again.